Dank, dass alle so zahlreich erschienen sind. Es freut mich sehr, sehr, alte, neue Gesichter zu sehen. Auch immer bei ihm herzlich willkommen. Ihr seid jederzeit willkommen. Es ist immer schön, unsere Gemeinde zu sehen, wie sie Baruch Hashem wächst, gedeiht und so weiter und so fort. Ich habe dieses Thema ausgewählt, weil ich spüre letztens, seit einigen Monaten, dass überhaupt wegen der Lage in Israel, wegen dem Krieg, wegen der finanziellen Lage auf der Welt, viele Leute sind besorgt. Ja. Viele machen, viele kriegen sogar die Laune der Eltern mit, wie die Laune geworden ist, überhaupt in der Gemeinde. Es ist sehr, sehr angespannt. Sei es in der Bukharischen, sei es in der Aschkenazischen, ja, Lomischen, vollkommen egal. Überall spürt man irgendwo eine Spannung. Jeder macht sich Sorgen, was wird, Echie, Maie, was wird, wie geht's weiter, wie geht's weiter mit dem Krieg. Dann hören wir, dieser sagt, ja, Iran und da und dort. Was will Hashem von uns? Was können wir dazu beitragen? An erster Stelle ist es wichtig, es ist bemerkt wichtig, für jeden, vor allem für Mann und Frau, für Jungen und Mädchen, dass man gute Gedanken hat, dass man immer ins Gute sieht, dass man immer, wo guckt man lieber hin, ins Licht oder in die Finsternis? Was magst du mehr, Sommer oder Winter? Sommer. Sommer, natürlich. Hochwinter, ja. Wenn Hochwinter, dieses Gemischmasch, ja, das ist Lomaschung. Okay? Aber auch wenn es Winter ist, Schnee mit Sonne, Kase, Käfkase, am Berg, Kase, okay? Auch lernen. Jeder mag dieses Licht, das tut ihm gut, die Wärme tut ihm gut. Manchmal siehst du draußen, Leute stehen vor der Sonne. Mit dem Radweg, alle, so sieht. Okay? Warum? Alles, was uns gut tut, dort fühlen wir uns hingezogen. Die Frage ist, wie schafft man gute Gedanken? Bezrat Hashem, mit Gottes Hilfe natürlich. Heute werden wir die schwerste Krankheit des Menschen heilen. Das ist wirklich die wahre, schwerste Krankheit des Menschen. Weder Blutdruck, weder... Das ist die Ursache für alle Krankheiten, körperliche Krankheiten, die es gibt. Alle Krankheiten in unserem Körper oder im Körper des Menschen sind die Ursache, also der Ursprung von der seelischen Verfassung, wie unsere seelische Verfassung ist, wie unser Geist tickt, wie wir ticken, wie unsere Gedanken sind. Sind unsere Gedanken gut? Sind wir immer in guter Laune? Dann ist unser Immunsystem auch sehr stark, funktioniert sehr gut. Warum? Körper und Geist sind miteinander verbunden. Also unsere Devise für heute ist, die bösen Gedanken komplett einfrieren, die können wir nicht wegmachen, die sind immer da. Das ist wie ein Archiv im Unterbewusstsein, aber was können wir machen? Wir können sie sozusagen auf Eis legen, immer im Kühlhaus lassen, stört keinen, macht zu, bleibt dort, alles grün, Schloss, Tag, ich bin auf der anderen Seite. Ich bin gerne aufgetaut. Ja? Wir werden mir sattlich gute Gedanken schaffen, indem wir die Depression, die Traurigkeit, dieses Down, dieses... Kennen Sie das? Manchmal stehen wir auf in der Früh. Der Tag beginnt nicht gut. Warum? Hat der Tag irgendetwas gemacht? Bist du böse auf den Tag? Ich weiß, ich fühle mich irgendwie down heute, so ein Tag, weißt du? Fühlst du es auch? Er denkt sich, nein, okay, ja, ja. Also er macht mit. Warum? Woher kommt das? Warum hat auf einmal der Mensch keine schlechte Laune? Was ist passiert? Was ist passiert? Ist das passiert? Wenn du ihn fragst, nein, weiß nicht, irgendwie so ein Gefühl. So ein niedriges Gefühl, ausgelockt, keine Energie. Lassen Sie kach. Der Baal Shem Tov, der heilige Baal Shem Tov, der Erfinder der Chassidut, er sagt, Sharedim alonin alu. Es gibt im Himmel, gibt es in Gan Eden, es gibt verschiedene Tore. Tore oder halt Eingänge, wie man es nimmt. Seitdem der Beit HaMikdash zerstört wurde, sind alle Tore geschlossen worden. Also es gibt keine Möglichkeit mehr, alle Tore
der Simcha, Tore des Reichtums, Reforschlimmer, alles sind geschlossen. Deswegen sagen wir zu Yom Kippur, Share Tiza, Share Gila, Share Dava Askel, Share Odva Dar, Share Arbacha, Nachungulam, Amen, Amen, Nachon, Beslichot. Weil dort versuchen, bitte mach es einmal auf für Kippur, für Slichot. Aber der Baal Shem Tov sagt, ein Tor ist nicht geschlossen. Das ist nur ein Tor. Welches Tor war? Ist das? Welcher Eingang? Share Dim'a. Das Tor der Tränen. Was will Hashem, dass wir weinen? Ist das, ich weine? Ich weine, siehst du? Was will er? Warum will er, dass wir weinen? Es gibt zwei Arten von Tränen, richtig? Es gibt Tränen der Traurigkeit und Tränen der Freude. Ich freue mich immer. Nachon? Ich habe ein Problem, Auszeichnung, gell? Miss Universe ist Fatma! Und gell? Sie weint nicht, weil sie traurig ist. Ich bin. Sie weint, weil sie sich freut. Sie hat gewonnen. Hashem sagt, der Baal Shem Tov sagt, Sharedim Alon in Alu. Bete, auch wenn du zu Hashem betest, auch wenn er sagt, Tränen vergießen, das muss sein Tränen der Freude, nicht Tränen der Finsternis oder Tränen der Traurigkeit. Chas v'chalila. Warum? Was bringen die Tränen der Traurigkeit? Wer kann mir sagen, was bringt mir das, wenn ich aus Traurigkeit weine? Mach sie mich an, ist doch egal. Hauptsache ich vergesse Tränen, mir geht es schlecht. Was würdest du bevorzugen, wenn Hashem sieht, dass es dir schlecht geht und er gibt dir, was du brauchst? Oder wenn er sieht, dass du happy bist und zu ihm betest, auch mit Tränen? Welche Lage, welche Situation ist bevorzugender? Mata Hoshem. Warum mit Freude? Was sagst du? Welche Seite ist bevorzugt Hashem? Und warum er sagt Freude. Warum Freude? Warum nicht Traurigkeit? Ich finde, vielleicht könnten wir sagen, dass wenn Hashem sieht, dass ich traurig bin, könnte er vielleicht die Barmherzigkeit, kann ich bei ihm die Barmherzigkeit erwecken, dass er mir das gibt, was ich brauche, richtig? Wenn zu deinem Papa kommt, Papa, mir geht's schlecht. Meisch, Reimschil, Meisch, aber Ma, was ist los, Meisch? Ja, schau, sofort. Dann würden wir sagen, vielleicht, wenn ich meine Traurigkeit zeige, dann wird er vielleicht barmherzig sein. Das geht vielleicht bei Papa oder bei Mama. Aber bei Hashem ist es andersrum. Lama. Wenn Tränen aus der Traurigkeit kommen, bringen wir das Böse mit uns. Lama. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn es einen Täter gibt, der ein Gericht hat, wer versucht ihn auf jeden Fall mit allen Mitteln hinter Gitter zu bringen? Welche Seite im Gericht? Der Staatsanwalt, der Kläger, richtig? Okay. Warum? Er hat dies und das und das und das gemacht, er steht ihm nicht zu, er muss hinter Gitter. Genauso ist es bei Hashem. Es gibt die Gerechtigkeit, die Engel, die bösen Engel, die entstehen durch meine Sünden. Wann haben sie das Recht, ihren Mund aufzumachen? Sobald ich traurig bin für das, was ich habe. Wenn ich alles habe, dann gehe ich nicht zu Gott. Oh, genau das ist der Fehler. Hashem möchte Folgendes. Wenn du bei mir dich auswählst, weil es dir schlecht geht, wenn du traurig bist, dann hast du kein Recht, traurig zu sein. Warum? Warum? Ich bin traurig, mir fehlt. Warum kann ein Mensch traurig sein? Hast du ein Beispiel? Mangelnde Gesundheit. Was noch? Geld. Was noch? Misserfolge. Was noch? Gehen wir die drei durch, okay? Gesundheit. Ich würde auch mal gerne sagen. Jemand anderer liegt im Sterben. Oh, Effekt. Ich habe darauf gewartet. Da sagt er. Oh, ja. Gesundheit. Er möchte gesund werden. Wenn ein Mensch gesund werden möchte, ist er traurig. Nachher. Warum ist er traurig? Weil er krank ist, er möchte gesund werden, er möchte gerne leben, er möchte das Leben genießen. Okay, warum hat Hashem mir diese Krankheit gegeben? Warum hat es nicht dem anderen gegeben? Warum mir?
Vielleicht, ja, es gibt viele Gründe. Warum jetzt, wenn ich rausfinde, warum bringe ich das nicht weiter? Ich muss sowieso wissen, dass Hashem diesen Connect mit mir will. Warum? Aus Liebe. Er hat mir jetzt eine Krankheit gegeben. Wer hat mir die Krankheit gegeben? Hashem, nachon. Kann er sie wieder wegnehmen? Stimmt? Das heißt, er gab sie mir, damit ich, wahrscheinlich, ja, so verstehe ich das, ja, mit meinem Verstand, wahrscheinlich will er, dass ich mich zu ihm richte. Bitte, Hashem, nimm diese Krankheit weg. Wo musste das so weit kommen? Weil er nicht glaubt. Es gibt viele Religiöse, die das machen. Es gibt auch viele Religiöse, die sind krank. Sehr viele. Schau in Bnei Brak, was los ist. In meiner Schuhe. Ah? Jetzt. Oh, jeder hat seine Prüfung mit seiner Ebene. Zum Beispiel einer, der was nicht religiös ist. Beispiel, ja? Er hat eine Krankheit bekommen. Hashem sucht die Nähe zu ihm. Er sagt, hey, ich habe die Krankheit gebracht. So kann ich sie wieder wegnehmen. Wir haben tausende Geschichten gehört, wie von einer Nacht auf die andere. Wir haben sogar eine Person in diesem Raum, die es miterlebt hat, ja? Die diese Episode hatte. Hashem macht das, weil er die Nähe sucht. Warum gerade mir, warum nicht der? Wahrscheinlich hast du eine höhere Seele. Wahrscheinlich ist von dir mehr zu erwarten. Das ist wegen der Gesundheit. Geld. Meistens beten wir zu Gott und sagen, Hashem, ich möchte das. Oder wir gehen bei einer Trafik vor, weil wir sehen 149 Millionen Euro, Euro-Millionen. Sofort fantasieren wir. Die Männer meistens fantasieren. Boah, was hätte ich gemacht? Ich hätte das gemacht. Alle Obergescheite, ich hätte Marcel gegeben. Ich hätte Zakat gegeben. Alles Lügner, ja. Alle fantasieren. Bevor sie das Geld haben, geben die alle Zakat. Die geben 148 Millionen Zakat und 1 Million stecken sie ein. Sobald sie das Geld haben, geben sie 148 Cent Zakat. Nein, das ist mein Geld. Bis ich das gewonnen habe, verstehst du? Also solange man nicht in der Lage ist, kann man nicht entscheiden. Jetzt, wir beten zu Hashem, bitte gib mir Geld. Gib mir so und so viel. Hashem sagt, okay, ich gebe dir. Wer weiß besser, was ich brauche? Ich oder Hashem? Warum? Hashem sieht Dinge, die ich nicht sehe. Das heißt, Hashem gibt mir Dinge, was ich brauche, nicht was ich will. Also ich weiß ein bisschen besser als du, weil ich habe dich erschaffen. Wenn ich dir das und das mehr gebe, dann kannst du dein Ziel vor Augen verlieren. Was mit meinem Gebet? Dieses Gebet nehme ich, bewahre ich auf und du wirst es in Zukunft brauchen. Dieses Gebet will ich dann anwenden und dir hineinsetzen und dort wirst du die Rettung haben. Das heißt, das Gebet geht nicht verloren. Misserfolge. Bei Misserfolge zum Beispiel, da sieht man die Liebe von Hashem, Achi Chazak. Warum ist das nicht passiert? Genau dasselbe wie beim Geld. Weißt du, in 2 Jahren, in 1 Jahr, in 6 Monaten, was dort passieren kann? Ich kenne eine Geschichte mit einem Mann und einer Frau. Er hat einen Job bekommen, einen sehr, sehr, sehr starken Job mit super Bezahlung und so weiter und so fort. Gleich am Anfang, glaube ich, 2.500 Euro. Ja, mit Aufstiegschance bis auf 4.000, 5.000. Das war in Israel. Jedenfalls, seine Frau kommt mit ihm zum Vorstellungsgespräch und dort hat seine Frau ein paar Dinge erkannt, die ihr nicht geschmeckt haben. Wie zum Beispiel halbnackte Frauen, die drum laufen. Und er war ganz religiös. Okay? Also er sagt dem Schatz, ich will nicht, dass du hier arbeitest. Was redest du? Das ist unsere Chance, wir können ein Haus kaufen, wir können das. Ich möchte nicht, dass du hier arbeitest. Und nachher sind zu viele Frauen. Na, Python, ich werde sie alle religiös machen. Ungewöhnlich. Ja, komm mal. Nein, ja, nein, bitte, Schatz, komm, vertrau mir. Sie sagt, ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, aber immer trotzdem. 6 Monate später, sieht seine Frau in seinem Handy ein Chat. Es war gestern sehr schön. Ich habe es genommen, du bist mein Hengst, schreibt sie ihm. Nach 6 Monaten. Mit wem? Mit einer Kollegin in seiner Etage. Jetzt, wenn deine Frau das sagt, dann spürt sie etwas, was du nicht spürst. Deswegen, aber das habe ich dir vorher gesagt, bei einer Frau, weiß, in solchen Fällen sollte man auf die Frau hören. Warum? Sie hat eine Intuition, die der Mann nicht hat. Oder wenn er sie hat, hat sie ganz, ganz wenig. Stell dir vor, Hashem hätte ihm diese Stelle nicht gegeben. Hätte er seine Frau gehört, dann hätte er es ihm bewahrt. Jetzt, es gibt Situationen, wo ich etwas investiere. Lorlach. Misserfolg. Ich habe investiert, Fehlinvestition, 2 Millionen Euro verloren, mein letztes Geld verloren.
Es gibt Situationen, wie es gibt eine Möglichkeit, wie Hashem sagt, okay, du hast vor ein paar Jahren dies und das gemacht. Ich musste dich normalerweise körperlich bestrafen. Aber weil ich dich liebe und weil ich barmherzig bin, treffe ich deine Kohle, was dir im Herzen wehtut. Okay? Aber die Kohle wird dann im Endeffekt zurückkommen. Ich schicke die Kohle und nehme sie. Ich habe die Schlüssel der Panzerin da. Misserfolge sind dann Misserfolge, wenn ich sie mit Augen betrachte, die ich steuere. Also wenn ich bestimme, was gut und was nicht gut ist. Wenn ich weiß, dass Hashem mich leitet, wenn ich sage, das ist ein Misserfolg, dann mangelt es bei mir an Vertrauen an Hashem. Wenn es gut für mich wäre, hätte es Hashem so gemacht, dass ich erfolgreich wäre oder nicht? Wenn das für mich gut wäre, dieser Erfolg, was ich denke, dann hätte es Hashem für mich gemacht. Oder es kann ja nicht sein, dass Hashem mir Leben gibt und so weiter und dann auf andere Seite mir den Hass zeigt. Absurd. Weil jeden Tag gibt er mir die Möglichkeit zu leben, zu atmen, zu sehen, zu hören, zu schmecken, zu riechen, alles. Nachon oder? Das heißt, es kann nicht sein, dass er hier gut gibt und hier schlecht. Was hat er? Ist er schizophren? Hat er Stimmungsschwankungen? Wahnsinn. Das heißt, wenn es hier nicht funktioniert hat, Hashem sagt, ich habe dich hier befreit, weil in ein, zwei Jahren weißt du nicht, was passieren würde. Das heißt, ich habe dir jetzt erspart, damit du danach nicht zerstörst. Ein Mensch wird religiös, fängt mit Wort zu halten, Torah zu lernen und so weiter und so wird religiöser. Und seitdem, wo er religiös wird, auf einmal sein Business stützt ab, da. Er fällt runter. Schau, seitdem ich religiös bin, ich habe nur Misserfolge. Aber er denkt nicht an einem Detail. Was für ein Detail? Wenn du abgestürzt wärst, im Zustand von nicht religiös, dann wärst du in Depressionen schon. Dann wärst du schon auf Tabletten. Aber weil du schon mit Gott verbunden bist, dann bist du gestützt, ohne in Stücke gerissen zu werden, ohne zu zerschmettert zu werden, dass man dich das dann aufsammeln soll. Das heißt, die Religion, die schon in dir ist, diese Emunah von Hashem, hat dir schon sozusagen eine Basis gegeben, dass du, wenn du fällst, zwar von einer Höhe, aber du fällst auf was? Habt ihr mal gesehen, wie ein Mann von einem Dach gefallen ist? Man hat ihn aufgefangen mit Feuerwehrmatte. Du fällst, 10. Stock, jetzt sind wir Friedse. Zieh dann ran. Ach, du bekommst kalte Füße, du ziehst auf, fällst runter. Aber dann fällst du was? Auf eine Matte. Die tut zwar weh, du hast Schürfungen und so weiter, aber du brichst dir nichts. Weil du hast, das ist die Emunah. Diese Matte ist die Emunah. Stell dir vor, du hättest den Monat nicht. Du wärst in Depression reingeraten, Chaval Chalasman. Wenn ich jetzt bete wegen Traurigkeit, wenn ich jetzt bete seitens der Traurigkeit, wenn ich jetzt Tränen vergieße seitens der Traurigkeit, dann ist das mit anderen Worten, sagt der Baal Shem Tov, das ist Undankbarkeit. Warum? Dieses eine stört dich, du weinst wegen dem. Was ist mit allen anderen Sachen, die du bekommen hast? Was ist mit allen anderen Sachen? Was ist mit dem, dass du Vater und Mutter hast? Meinen Sie, Scheschlach, aber wie immer. Brim, du hast Geschwister, du hast ein Dach über dem Kopf. Weißt du, viele Leute, es gibt die keinen. Ich habe keinen Vater. Mein Vater ist auf einmal gestorben. Einfach so. Er war kerngesund. 60 Jahre alt ist gestorben. Jeder, der einen Vater hat, ich rate euch jeden einzelnen, seine Hand küssen, jeden Tag, zwei, dreimal am Tag. Mutter auch sowieso. Wir wissen nicht, wann sie da sind, wann sie nicht. Wir wissen nicht, wie lange noch sie da sind. Wir wissen es nicht. Du hast Papa und Mama, da geht du da, Selomaspik. Du hast Vater und Mutter, die dir ermöglichen können, dass du gehen kannst, studieren. Du musst nicht Miete zahlen. Führerschein zahlen sie dir. Papa, ich brauche Benzin, 100 Euro, er gibt dir. Schau dir heute, hier in meiner Zeit, geh arbeiten erst. Beweg dich, geht schon, arbeiten. Wir haben nichts bekommen in unserer Kindheit, Bruder. 15 Lebensjahre, ich war schon in der Arbeit. Ich habe in Ferienzeiten, erst ich konnte gehen, Sommerlager, Camp, Bam, Fantasie, im 10. Bezirk habe ich im Gymnasium gearbeitet, Erdbeeren sortiert. Ja, ich habe meiner Mutter geholfen im Markt, ja.
No? Willst du was kaufen? Willst du viel für deine Taschen gehen? Geh, kauf dir von deinen Taschen gehen. Gehen, kann das sein, ja. Heute kommt mir doch zu Papa, ich brauche Füllfeder. Okay, ich kenne die Preise jetzt. Was kostet Füllfeder? Ich weiß nicht, 10 oder 20 Euro? Ich gebe 20 Euro. Papa, es reicht nicht. Verstehst? Wir haben gesagt, Füllfeder. Wir haben Angst gehabt, zusammen Radiergummi essen. Füllfeder. Pachano geht Radier. Was? Radiergummi? Nimm deine Schuhe und radier mit Schuhe. Jetzt dann. Unsere Zeit war anders, Bruder. Wir beschweren uns. Wir haben irgendein Recht, uns zu beschweren. Was ist mit, das ist das Problem der Menschheit. Was bedeutet Chacham auf Deutsch? Was ist Chacham? Weise. Bekehr sie gescheit. Was ist Chacham? Chacham ist weise. Was ist weise? Chacham, wie schreibt man Chacham? Chet, Kaf, Mem. Chatzi, Kos, Melea. Was heißt das? Siehst du einen Becher hier? Ja, Cola Zero. Becher. Ja, warte, ich muss halbe machen da. Jetzt ist halbe. Was siehst du hier, Nathan John? Weißt du, was Nathan John ist? John? John ist eine Schama. Muss langsam Buchhalsch lernen, das geht nicht so. Was siehst du hier? Na, ein halb volles Glas und ein halb leeres. Okay, wo ist dein Fokus? Die wo ist dein Fokus, ehrlich jetzt? Nicht, weil ich jetzt frage. Wo ist dein Fokus? Auf die Cola. Auf die Cola? Ja. Alle sind gescheit hier. Alle sind weise. Warum? Du siehst, Chacham, ein weiser Mensch, schaut nicht auf das. Warum ist nur halbe Becher? Es gibt diese Kinder, die sagen, warum nur halbe? Mach voll. Aber schau auf, du hast Cola alle und schau, trink das einmal, ja? Chatzi Kosmele, du hast Cola drinnen. Chai Cola, hast du schon, ja? Genieße mal das. Das ist die Gier. Ein Mensch, der Gier besitzt, der immer unzufrieden ist, schaut immer, was fehlt. Er schaut immer auf die Minusse, nicht auf die Plusse. Er schaut nicht auf das, was er hat. Stakel Tamid, Chatzi Kosmele. Schau immer auf die volle Seite des Glases. Das heißt, wenn ich zu Hashem komme und sage, bitte Hashem, erlöse mich aus Traurigkeit, es kann sogar sein, dass noch mehr Probleme zu mir kommen. Warum? Du kommst nicht seitens der... Du kommst nicht von der Seite, dass Hashem, ich liebe dich, du bist der Einzige, der mir helfen kann, bitte schick mir eine Erlösung. Ich weiß, du bist die einzige Person. Wenn meine Frau zu mir kommt und sie braucht etwas. Bist du die einzige Lösung? Was heißt die einzige Lösung? Sie weiß, wenn sie zu mir kommt, oder eine Frau kommt zu ihrem Mann, ich möchte bitte Botox machen, bitte. Welche Frau? Eine Frau, die so zu ihrem Mann kommt, sie ist arm. Das stimmt, was sie mit dem Mann. Egal, ich hab jetzt ein Beispiel gegen Botox, weil Botox ist sehr beliebt, nicht Botox, sondern Hyaluronsäure. Das ist eine Mutale für alle, ein Bayer, Rübseller. Und wie kommt sie zu ihrem Mann? Schatz, wie geht's dir? Mach dir was zu trinken, was er will, was er gern hat. Ich hab vor, Boto, was sagst du, wir machen? Ich möchte ein bisschen da und dort. Was sagst du? Sie kommt so zu dir. Schatz. Heimscheli. Siehst du? Du lächelst schon. Ich hab, ein Mann hat sie gesagt, du lächelst schon. Was ist, wenn eine Frau kommt? Verstehst? Ja, ist nicht schön. Schön? Nicht schön. Was schön? Was nicht schön? Wenn ich komme, ja, ist nicht schön. Wenn ich dir sage, ist nicht schön, aber das war jetzt nur ein Beispiel. Allgemein zu verführen ist nicht schön. Wieso? Alle ohne verführen. Ohne verführen wären wir alle nicht da, Bruder. Mach es auf das. Was redet der Typ? Wie soll das sein? Okay, wann hast du Zeit? Hüpf mal rein. Wie soll das funktionieren? Verführen. Champagner, Schokolade, Kerzenschein, schöne Musik, schöne Komplimente und dann... Ich glaube, er meint andere Verführen. Wie zum Beispiel? Das Bewusstsein oder die Meinung... Nein, sie kommt... Zum Beispiel, es gibt... Nein, das ist ein Beispiel. Zum Beispiel jetzt beim jüdischen Gericht. Du darfst nicht aus, oder irgendwie Aussagen tätigen oder reden,
so, dass es Leute beeinflusst. Es muss sachlich bleiben, es muss faktisch bleiben. Ja, sie ist sachlich. Aber wie soll sie kommen? Mit? Nein, sie sagt, Schatz, ich, sie kommt. Nein, sie, eine Frau braucht nicht den Mann manipulieren. Sie braucht ihn nicht manipulieren. Glaub mir, sie braucht das nicht. Wenn eine Frau was will, sie erreicht das schon. Sie muss nur wissen, wie. Eine Frau, die, weißt du, normalerweise laut Torah, ich erkläre jetzt, ich werde eine Bombe platzen lassen. Normalerweise laut Torah gibt es sowas nicht, dass eine Ehe nicht funktioniert. Man darf ja einer der 10 Gebote, man darf Ehe nicht brechen. Richtig. Auch die ärgste Ehe, die extremste Ehe, darf nicht gebrochen. Lass es, dass man nicht darf. Der Mann ist ein Hang-on. Okay? Er ist Meierpartie im Schädel. Ich kann nicht mit ihm leben. Er ist ein Teufel. Warum hat dann Hashem ihn zu dir gebracht? Das heißt, sie besitzt die Kraft, die muss sie nur finden, ihn zu ändern. Wenn Hashem sich geirrt hätte, hätte er sie nicht gebracht. Das heißt, Hashem weiß, du kannst diesen Person ändern. Die Frau hat eine Kraft, das ist nicht normal, eine enorme Kraft. Zum Beispiel vor allem bei den bucharischen Frauen, Erze, bei den bucharischen Frauen, an der Bebe Ivritulei, das wollte Kadima Poh, nicht, aber... Wenn wir rundherum schauen, immer noch im Staklim ist Sivenu, wir schauen rundherum, Kassela nochmal schon. Wenn wir rundherum schauen, wenn wir vergleichen, wenn du sagst, deine Urgroßmutter, Urgroßvater, wenn wir sie jetzt herbringen würden, die würden sehen, Waschmaschine, die wären Schock. Masse. Knopfdruck, eine Stunde ist fertig, gewaschen? Läh. Nie может быть. Heute, damals, weißt du, wie war Wäsche? Frag deine Mutter, deine Großeltern. Ein Tag war Wäschetag. Windel, wer hat denn Windel gewaschen? Das ist nicht normal. Heute schmeißt du weg, Tag. Windel, weißt du, was Windel waschen ist? Okay? Jetzt, wenn du hast 6, 7, 8 Kinder, damals gab es nicht 1, 2 Kinder und 2 Hunde. 10, 15 Kinder, das musst du alles waschen, Bruder. Die haben gelebt, ach, Wahnsinn. Und die hatten Respekt und die hatten Geduld, Erse. Oh. Weil damals das Leben so war, Achaima Yupam Kacha, man hat mit dem, was man hatte, hat man gesagt, Baruch Hashem, Pzaza, super, mir fehlt nichts. Jetzt, warum ist das heute so? Warum ist das heute so? Nicht so. Warum ist das heute nicht so, Nechon Slicha? Bevor ich diese Frage beantworte, gebe ich euch ein Vorwort. Agdama, lifnei shani onei al ha'shela, lama ze kach she'anashim hayom, ken, en lahem savlanut. Lama hem atzuvim? Warum sind sie traurig? Warum haben sie keine guten Gedanken? Jedes Mal, בכל פעם שאנחנו עוברים עבירה, klein, groß, לא משנה, von mini, bis ganz riesig, wenn wir eine Sünde begehen, dann bilden sich Mauern zwischen mir und Hashem. Noch eine Sünde, noch eine Mauer, noch eine Sünde, noch eine Mauer, noch eine Sünde, noch eine Mauer, noch eine Mauer, noch eine Mauer. Und vor lauter Mauern werden dann die Gebete nicht erhört, weil es sind so viele Blockaden schon aufgebaut. Durch meine Taten. Hashem macht diese Mauer nicht. Wir machen das durch unsere Taten. Warum? Hashem hat uns die freie Wahl gelassen. Es gibt das Gute und das Böse. Ich empfehle dir als Vater, der dich liebt, nimm das Gute. Ich zwinge dich nicht. Ich zwinge dich auf keinen Fall. Spürt sich jemand gezwungen? Fühlt sich jemand gezwungen? Niemand. Jeder kann kommen, gehen, wann er will, was er will, gehen und machen, was er will. Komm. Hashem sagt uns als liebender Vater, ich empfehle dir als Sohn, als Vater, Slicha, nimm das Gute. Sagte Baal Shem Tov, wie kann man diese Mauern durchbrechen? Jetzt sind diese Mauern da. Wie? Sagte Baal Shem Tov, durch die Freude. Echer schar klishbor et achomot shenivnu al edei averot. Beni leben HaKadosh Baruch Hu. Durch die Simcha, durch die Freude.
Die Simcha hat so eine Kraft, auch die Tränen müssen sein von Simcha. Warum? Warum mache ich dieses Beispiel mit der Frau? Die Frau weiß, wenn sie kommt zu ihm mit einem meckernden Ton, futsch, sei größer, ich habe keine Kraft mehr. Aber wenn eine Frau kommt, Mann, ich mache Chaim Shelly. Gagat Elecha. Okay? Ist schon. Weißt du, nimmt den Salam und beginnt zu reden. Bitte Chaim Shelly, bitte Maschela. Warum? Er ist in einem guten Mut. Genauso ist Hashem. Wenn ich komme zu Hashem, ich vergieße zwar Tränen. Du da. Ich muss jetzt zu Zeit lieber schön. So lagert. Gagat Elecha. Gagat Elecha. מה כן חיים שלי? מה בעיה? אני אקרא קרטיס, בוא נעשה ביחד, נעשה חופש. באמת? עשו גזיין את הסיבה הנה פוטרוריקט? נן. זה קומט פרופרד ואל זה ועס, דו ביסטי אינציק בזון, איך לי בדיק, בן שעץ. דו ביסטי אינציק בזון מדים דיק כנה, דים איך פשטט. ונגזות צו השם קומה, ניך שתי דים ביק. אבל זה מוס קומט פרופרד לשמחה זאת, פרופרד פרופרד זאת. זקת בעל שם טוב. Die Freude kann alle Mauern durchbrechen, die zwischen mir und Hashem sind, die aufgebaut und mit der Zeit. Kol ha-chomot sheni v'nu im hazman, alle da avirot sheli, ech ani yachol lishbor otam? Rak derech simcha. Ani rotze la-Hashem lifnot, harei merov ha-avirot, ha-chomot nivnu ve'af achad lo shomea oti, ha-Hashem lo shomea et ha-tefilot sheli. Ech ani yachol lishbor ha-chomot im ha-simcha hazah, omer ha-Baal Shem Tov. Lama? Freude, du zeigst dankbarkeit. Wenn du Freude hast, dann bist du dankbar. Wann bist du dankbar? Wenn du Freude hast. Wann hast du Freude? Wenn du dankbar bist. Einer, der was Freude hat, auch das Minimum, bist du los, so muss ich. Ich hatte schon Simcha, ich lo. Lama? Mihu ha-ashir. Asameach bechelko. Pirkei Avot, die Sprüche der Väter sagen, wer ist der Reiche? Wer fühlt sich reich? Mihu ha-ashir. Asameach bechelko. Der zufrieden und freudig ist mit dem Teil, was er bekommen hat. Welchen Teil? Das, was ich habe. Warum habe ich nicht mehr? Warum hat er mehr als ich? Wenn du haben solltest mehr als er, dann hätte Hashem dir auch gegeben. Warum hat er ihm gegeben, dir nicht? Warum hat er dir das andere gegeben und ihm nicht? Schaut einmal, er hat, was ich nicht habe, aber er hat auch nicht, was ich habe. Einmal habe ich eine Askara gehabt im Marriott. Ich habe dort gesungen. Und dann kam ein Sänger zu mir namens Avraham Tolmasov. Mit dem Bart, ja. Und ich habe auf hebräischer Melodie gesungen. Er kommt zu mir und sagt mir, kannst du mir das beibringen? Er wird genannt der Maestro, richtig? Onkel Abraham, ich soll ihn beibringen? Er sagt mir, Michel, es gibt Dinge, die ich nicht kann, die du aber kannst. Es gibt Dinge, die du nicht kannst, die ich kann. Er kann Gitarre spielen, er kann Geige spielen, ich kann keine Geige spielen. Das heißt, es gibt immer einen, der was hat, was der andere nicht hat. Warum hat Hashem so das gemacht? Damit alles ausbalanciert wird, damit du weißt, damit du akzeptierst, dass alles, was Hashem macht, ist das Richtigste und das Beste für jeden Menschen. Because it was the only thing that all of them have something. There is no money, there is no money, there is no money, there is no money. All of them, in the same way, Hashem says, this is the best situation for this person. How do you explain this to the person? שלח אותו אלינו, נסביר לו הכל טוב. אתה לא יכול להסביר את זה אותו. Du kannst es dem Menschen nicht erklären in dem Moment. Ein Mensch, der sitzt im Sterbebett, mit Krebs, du kannst es nicht erklären. Das ist zum Guten, זה לטובה. אתה לא יכול להסביר לו את זה. מה פתאום? כן? Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Mensch, der die ganze Zeit nur das Böse sucht, das Minus, das Negative, dieser Mensch ist undankbar. קרים אנשים כאלה, גינוק. יד ביד, תומחסטש, אורגניזיסטס, שטיילסט אוף מנפאנט, שאתה קום די, דן צ'ל פאק, ומזורית אינגדה מינוס. דינגסט אני שטודר זופן שטיילס. כל כך הרבה עשינו, זופי רבי גמרת. כן? תביא משם טישו, בבקשה. זופי רבי גמרת. דיזה מנשן, זה אינדנק ברה מנשן, ברור? זה זה אימא דסניק גוטה. זה זה אימא? Das Schlechte. Manchmal hat man Durst, auf einmal sieht man das. Das ist für dich jetzt heilig. Dieses kleine, das Schotelse. Du wartest, nein, ich will eine neue Cola, gib mir das. Ich denke, aber gibt es keine. Nein, gib mir noch, ich warte. Aber trink das dabei. Das ist die Gier. Auch das Kleine ist für mich in Ordnung. Aber ein Mensch, ich gebe euch ein Beispiel.
Es gibt einen zornigen Typ. Kennst du das, Menschen, kennst du das, wenn Menschen wütend sind? Kennst du das, wenn Menschen wütend sind? Da holle, Noam, da holle dich da was gern, bakscha, wie bei Chutz. Ober dem Sofa, da liegt was gern, bakscha. Oh, die haben schon. Da will er. Ach, ein zorniger Typ zum Beispiel. Schomim? Jemand, der wütend ist, er hat Wut in seinem Bauch, er hat Wut in seinem Körper. Jedes Mal, wenn etwas nicht passt, er zuckt aus, er explodiert, er platzt. Er beginnt zu schreien. Warum hast du das nicht gemacht? Kannst du nicht machen, wie ich dir gesagt habe? Kannst du nicht beherrschen? Was soll das? Ich habe dir gesagt, mach so, warum hast du das nicht gesagt? Warum hast du das nicht gemacht? Ein Mensch, der immer zornig ist, der kann sich zurückhalten. Was ist das für eine Reaktion? Ein Instinkt. Er kennt nichts anderes. Er kennt nichts anderes. Das ist eine Art Mechanismus, eine instinktive Handlung. Eine Art Reaktion des Ausweichens. Von was weicht er aus? Von was weicht er aus? Von der Traurigkeit, die er hat. Warum ist das nicht so, wie ich es gesagt habe? Warum ist er nicht bereit zu hören, was andere sagen? Aber Onkel, aber mein Herr, aber Papa, so ist es sogar besser. Nein, wie ich gesagt habe. Wie du gesagt hast, warum ist er hartig, will ich hören? Weil er selber nicht gehört wurde. Und das deswegen ist er traurig. Und das hält, das nimmt er mit, diese ganze Kindheit, ganze Jugend, ganze Ehe, nimmt er mit, er ist schon 40, 50, 65, noch immer weiter, diese Traurigkeit sitzt tief verankert drinnen und das ist sozusagen der Auslöser seines Zorns. Weil er wurde nicht gehört, er wurde nicht verachtet, er wurde nicht respektiert. Wenn er dann schon koes kasan, lamu kasan, ki u lo ra et atov. U ki lo mitchamek, u borech na mitchut. Ese mitchut shelo shamu oto. אז הם לא מבינים את הטוב מספיק, הם מבינים את הטוב בצורה אחרת, בצורה לא מספיק טובה. את הטוב הם רואים, ועדיין עצבנים זה כפיות טובה הכי גדולה שיש. על מה יש להיות עצבנים? על מה? מי שמכיר אותי, הנה יש פה אחיינית שלי, אני לא משקר. אני לא מכיר בן אדם יותר כעסן שהיה ממני. הנה יש פה בן אדם חי, יכול להעיד על זה. אין, אני לא הייתי מדבר, אני הייתי מדבר רק עם ידיים. לא דיברתי עם פה אף פעם. בחיים לא הייתי חורא אותי, ככה מדבר פה. יש בעיה, אני בא לרזבוקה, מדבר עם ידיים ויוצא, לא מדבר עם פה. באתי להרביץ. באתי לשבור, לא באתי לדבר. מאיפה זה בא? Woher kommt es? Von einer Traurigkeit in der Kindheit, wo ich schikaniert wurde, ausgedacht wurde, geschlagen wurde, weil ich fett war. Ich war dick. Warum schon? Wurde ausgelacht, ich wurde zusammengeschlagen. Ein Mensch bildet sich in ihm langsam, langsam ein Dämon, der raus will, der sich beweisen will. Ich bin stark, schau, was ich machen kann. Aber das bist du nicht. Das bist du nicht. Du wurdest so gemacht. Sobald der Mensch erkennt, dass er nicht so ist, wird er sich ändern. Aber wie erkennt er das? Er beginnt mit guten Gedanken. Ich bin so nicht. Aber das reicht nicht aus. Aber warum sind die Menschen so ungeduldig? Warum sind die Menschen so unzufrieden? Schau in Hofer. Es gibt dieses Fließband nach Horn. Wie viele Leute passen dort rein? 3, 4 nach Horn im Hofer. Fließband von Hofer, ja, wo man die Ware drauf gibt. Nach Horn. 3 Leute passen dort nach Horn mit Wagen. Sobald 2 weitere Leute stehen, hörst du irgendeine, jetzt bitte 2. Kasse aufmachen. Was passiert? Ungeduldig. Was passiert? Diese Frau, die geschrien hat, weil 2. Kasse, stellt sich schon vor, es wird gerade eine weitere Kasse eröffnet. Okay. Sie war gerade hinter dir. Bis sie drankommt, bist du schon fertig. Und sie wartet noch immer. Wo ist denn der? Aber jetzt noch gewartet, noch 10 Sekunden, 20 Sekunden. Wie lange dauert ein Kunde im Schnitt? 1 Minute. Wie lange dauert ein Kunde mit einem Großeinkauf? 1 Minute max. Das geht ja schnell. Wie viele Sekunden hat eine Minute? 60 nach vorne.
60 Artikel passen in den Wagen rein, Bachaimlo. Zahlen noch 10 Sekunden. Eine Minute max. Die Leute sind nicht einmal bereit, eine Minute zu warten. Nicht einmal. Dann gehen sie raus und stehen in der Bushaltestelle. Noch 2 Stunden. Aber warum ist das so? Das heißt, die glauben nicht an das Gute, dass sie jetzt eh dran kommen. Ist doch wurscht, dass eine Kasse vielleicht hat der andere zu tun. Denkt man nicht. Man denkt an sich selbst. Lama Sekacha. Heutzutage, liebe Freunde, bekommt der Mensch alles schnell. Chichak. Shane, Temu, Amazon, Prime, Shrine, Rhyme. Okay? Tic-Tac, Pizza, wenn du länger als halbe Stunde bekommst du gratis. Wenn da und so weiter und so fort. Geh mal dort nach Sushi, ist dort schneller. Dort und lange, schneller. Damals waren wir Restaurant, wo wir kleiner Restaurant, 45 Minuten für eine Pizza. 45 Minuten für eine Pizza haben wir gewartet. Kachaya? Israelis kommen nach Wien, sehen wir, man isst Pizza im Restaurant mit Gabel und Messer. Man hat den Fokim, geh mal doch nicht mit sie. Die gesehen. Heute kommt alles schnell. Deswegen, was haben die Firmen gemacht, die Fabriken? Die haben den Menschen die Möglichkeit genommen, mit Situationen klarzukommen. Schon jemanden? Takshivu tov. Was ich euch jetzt gebe, ist Form. Wenn jemand will, ich kann es nicht nehmen. Normalerweise zahlt man bei einem Psychologen 5000 Euro für diesen Kurs. Die Leute in den Medien, alles, was verkauft wird, die Banken, alles, dort, die oben stehen, haben den Menschen die Möglichkeit genommen, selber mit Problemen klarzukommen. Die Geduld ist weg. Sie wurden angewohnt. Du kannst es bestellen, du kannst es alles auf dem Handy machen, du kannst E-Mail schreiben. Damals sind wir gestanden in der Bank, haben Erlagschein gezahlt, sind gestanden eine Stunde in der Schlange. Heute zahlen die Leute in der Toilette ihre Mieten, ihre Krankenkasse, alles. Eins, Mann. Aber lech as eins, Mann. Frage, ihr trefft euch mit Freundinnen. Jesch mal zahst du Kulam bei ihm als Mann? Ganz sicher nicht. Kann sein, dass jemand zu spät kommt, fix. Damals haben wir uns getroffen, weißt du wo? Wo wir Schüler waren? Schwedenplatz, Köstli, unten in Schwedenplatz. Dort jetzt ist Toilette geworden. Dort war damals so ein Fastfood. Köstli hat das geheißen. Wer hat Handys gehabt? Damals war Telefonzelle. Wir haben gesagt, 7 Uhr, 7 Uhr, 0 Uhr waren alle da. Man hat Treffen ausgemacht und ist nach Hause gekommen. Die Eltern haben uns vertraut. Wir sind gegangen. Damals gab es keine, wisst ihr jetzt, erste Bezirk, da, dort. Park, Sandkiste, fetzen sich mit anderen Österreichern und zurück nach Hause. So war das. Du hast mir Kübel genommen, er hat den Schaufel genommen, bam, bum, bam. Er und seine Schwester Sandra, so eine Fette, ja, da kommt er. Ich hole meine Schwester und wir fetzen uns, Bruderschwester gegen Bruderschwester. Ja, so. Die haben ihre Eltern gesagt, wir haben Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, wenn mein Vater gekommen wäre, immer. Alle. Wir hätten alle kassiert, auch er und auch ich. Und dann wen? Vorladung, Schule. So, wir müssen die Eltern. Bitte nicht, bitte nicht. Und die haben gedacht, wir haben Angst vor den Eltern. Die Lehrer. Wir haben Angst, dass sie uns verdient machen, dem alle. Weil die hätten gestritten mit den Lehrern. Hatten wir nicht hier bei Gan Eden im Chaim? Hatten wir Gan Eden im Chaim? Einmal bin ich, das war in Chabad Grün Torgasse, das war keine Schule, das war ein Ghetto. Das war ein Ghetto, ja. Wir hatten Hundstraßen, okay? Und vor unserer Schule gibt es die Rosauer Kaserne, wo alle Untersuchungshaft von 10. Wir haben mit Häftlingen gesprochen. Mit Häftlingen haben wir gesprochen. Ach ja, in Aberschlagammer, wenn Sie fragen. Okay, in Aberschlagammer. Das waren Zeiten, ja, du. Wir haben Abschießen gespielt. In Chabad heute, ich komme, meine Kinder spielen Abschießen mit so einem Softball. Softball? Wir haben mit Basketball gespielt. Mit Basketball, damit es wehtut. Boom, Schädel, ja, solche Gesichter haben wir gehabt. Und ich, was passiert? Ich weiß nicht, los noch einmal. Ich bin gerade auf den Bahn und ich habe mich am Fenster angeguckt und Fenster ist zerbrochen. Und ich habe einen Kratzer gehabt hier, da. Und dann sagt sie, müssen das bezahlen. Der Vater muss das bezahlen.
Schule, Eigentum und so weiter. Ich sage, jetzt geh und sag einem, Papa, ich muss bezahlen, Fenster. Geh, sag ihm das. Irgendwie muss ich mir das beibringen. Papa, was kostet dein Grabstein? Makara, Fenster. Fenster, mach auf. Nein, Fenster. Ule. Ich musste erfinden, ich wurde gestoßen. Wer ist gestoßen? Bekizu, ich musste Papa in die Schule bringen. Mein Papa kommt in die Schule, ich zittere im ganzen Körper. Nicht, weil er mir was tut, weil er ihm was tut. Den Lehrern. Mein Papa kommt in die Schule. Ja, Herr Abraham, Sie müssen dieses Fenster bezahlen. Welches Fenster? Warum muss ich das bezahlen, sagt mein Vater. Er sagt, was mit dem Kratzer? Er sagt, wissen Sie was? Er sagt, mein Vater sagt, ich bezahle diesen Fenster, wenn ich ihm am ganzen Körper diesen Kratzer mache. Er sagt, Papa, nein, bitte. Schirlamandus. Wir machen das schon mit der Versicherung, Sie können nach Hause gehen. Einfach mal sagen. Seitdem haben die meinen Vater nie wieder vorgeladen. So, vorher, ja. Papa kommt, ja, natürlich, ja. Heute kommen Väter, wie Frauen. Ja, so, hallo, gesagt, komm. Deswegen sagt Walsh, warum beschweren sich die Leute? So viel Gutes und noch immer. Was gibt es zu beschweren? Das passt nicht, dies passt nicht an. Nein, diese Schuhe machen mich fett. Die Schuhe machen mich zu hoch, zu niedrig. Das zeigt mein Bauch. Aber du hast sowieso einen Bauch. Man zieht 300 Euro Shirt an, ganz eng, aber den Bauch springt mit hinher. Hauptsache, warum? Das ist Versace oder Boss oder was weiß ich. Zieh was Normales an. Mach damit, wenn du Schlumpf erst. Komm, Schlumpf. Deswegen befinden uns Leute an dem Zuchkim. Ich sage euch etwas, was ihr jetzt wählt. Heute, genau wegen diesem Problem, befinden sich die meisten in Depressionen. Wisst ihr, was das meist verkaufte Medikament ist auf der Welt? Antidepressiva. Nicht Blutdrucktabletten, nicht Zucker. Antidepressiva. Weißt du, wie viel offiziell auf der ganzen Welt, Weltbevölkerung, unter Depressionen leiden? Offiziell. 4,4% der Bevölkerung. Dort kann man sie. Das sind über 300 Millionen. Depression, sehr offiziell. Wie viele Leute schämen sich? Wie viele Leute wissen nicht, dass sie depressiv sind? Wie viele Leute kiffen, die depressiv sind? Wie viele? Noch doppelte Menge dazu. Warum? Aber es ist alles da. Schäfer ohne Ende. Damals gab es nicht Schäfer, gab es nicht Padani. Damals gab es seinen Vater, Rafi Malkov. Ein kleines Geschäft wie einmal eins, ganze geladen und eingekauft. Und es gab nicht alles. Heute Baruch Hashem ist Kol. Warum ist das so? Was ist die Ursache? Was bringt mich dazu, Freude zu haben, liebe Freunde? Freude zu haben. Freude zu besitzen, anzueignen. Ich bin ja, das Problem ist, ich bin ja von Natur aus traurig und pessimistisch. Alles, was ich sehe, nein, das passt mir nicht. Nein, Solotov. Aber er tut so viel für dich. Er ist eine gute Frau. Lama. Nein, sie soll das so machen. Ich will das so haben. Das ist ein Mensch, Lichala Bituya, Benadama, sie misken. Und misken. Ein Mensch, der unzufrieden ist, ist arm, er tut mir leid. Warum? Egal, was du für ihn machst, du wirst ihm nicht zufriedenstellen. Aber du musst verstehen, du bist nicht das Problem, dieser Mensch ist das Problem. Er muss sich ändern, er muss seine Einstellung ändern. Wie geht das? Wie kann man das machen? Was muss ich in meinem Bewusstsein ändern, damit ich ein Mensch mit netto nur Freude bin? Man ist ein Schanot, aber du da Ascheli, Schanie netto besimcha. Zum Beispiel. Bezrat Hashem, ihr werdet heute mitnehmen eine zwei Formeln, Bezrat Hashem, die ich euch geben werde. Vor allem Frauen, ja, vor allem liebe Damen, Shem Yishmor Otchem.
Hashem soll ich immer beistehen. Ihr habt eine große Verantwortung. Die Erziehung der Kinder ist in eurer Hand. Das Haushalt und so weiter. Akkol, bei deinem Schelachem, ihr habt eine große Verantwortung. Ohne Frau, Geber, Uchetze ben Adam. Uchetze ben Adam, Ulo mit Afked. Ulo mit Afked. Ein Mann hat Fieber, 37,2. Er schreibt schon Testament. Schatz, Geld ist dort, Geld ist da. Eine Frau, 41 Fieber, sie kann Stapler fahren. Da Schnuller, da Flasche, da ich Windel, ich Kopf, ich will ich dann. Deine Frau ist die Pflanze. Ja. Wenn du nicht kommst mit deiner Gießkanne, wird sie nicht ihre Schönheit zeigen, wird sie nicht duften. Wer ist dabei? Du hältst die Blumen. Ha, no? No, es sind Blumen. Sollst du machen? Aber du bist ja der Gärtner, du hast ja versagt, du hast vergessen, Wasser zu geben rechtzeitig. Eine Frau ist, warum wird eine Frau verglichen mit einer Pflanze? Lame Isha, Maschimuta le Zemach. Bidiuk, sie gibt Leben. Sie ist fruchtbar. Sie duftet. Eine Frau schaut immer, dass sie gut duftet, dass sie immer gut ausschaut, dass sie gute Farbe hat. Die diese Verantwortung haben, die Kinder großzuziehen, kennen. Das Wichtigste ist bei einer Frau, dass sie ihren Wut nicht auslässt auf die Kinder. Wenn eine Mutter ihren Wut, ihren Frust mit ihrem Mann auslässt auf die Kinder, jedes Mal, wenn du dein Kind anschreist, jedes Mal, wenn du dein Kind schikanierst, niedermachst, erniedrigst, dann machst du mehr und mehr und mehr Narben in seinem Unterbewusstsein, in seiner Seele, die du dann, du wirst dann Tausende von Euro jeden Tag an Psychologen ausgeben. Das wird dann nicht, das wird dann vielleicht helfen, wenn überhaupt. 50-50 ist die Chance, dass irgendwas helfen wird, auch nicht 100%, das wird so bleiben. Jedes Mal. Deswegen, eine Frau braucht diese Formel, damit sie in eine Ehe kommt, immer mit positiven Einstellungen. Mit positiver Einstellung. Nein, das passt mir nicht. Nein, ich will so. Einmal habe ich gesehen, eine Brit Mila, ich war so schockiert. Eine Frau hat ein Kind bekommen. Mischt sich eine Frau ein, wer welche Brachal ist? Makesha. Nein, er soll nicht. Nein, dein Bruder soll nicht lesen. Nein, dein Vater. Eine Frau mischt sich ein, was in der Brit Mila gemacht wird. Was? Welche Brachal sagt? Basem Shanelach. Es steht nicht geschrieben, welche Bracha sagen. Es steht geschrieben, Brit Milah zu machen einem Kind. Liebe, das ist die Devise. Die Kraft der Liebe liegt in der Frau. Die Kraft der Liebe, die Liebe zu Hause, die ganze Aura. Ich schaue, der Mann kommt nach Hause. Erf Tov, Yafesheli. Schön, Shabbat Shalom. Musst du Tür kommen. Shabbat Shalom, Geber Sheli. Shabbat Shalom, mein Prinz. Kein Kachase. Kacha Bonin Mesuim, so, die Kinder sehen, Mama empfängt Papa wie ein König, wie ein Präsidenten. Bam, balalala, stamm, kein Lohr mit Trompeten noch so. Aber wie eine Frau, sie richtig liebt, Chaim Sheli, Shabbat Shalom. Eze Or, ich Alecha, Eze Or, nira kmo Schwabel, Eze Or. Ich Alecha Or, mamash, du hast Licht von Hashem mit dir. Bote, warech oti. Ehe, er fühlt sich Minimum Babasali. Ja? Automatisch? Kenne ich schon mal. Atrazi Malchut. Was? Alles, was du verlangst. Eine Frau hat dieses gewisse Etwas. Die Liebe ist die stärkste Formel. Eine Frau, ihre Kraft ist ihr Lächeln. Isha, koch shela zeh chiyuch shela. Ken? Zu Hause lächelt sie. Aber im Bild, hallo, Kaskat. Lama du sogar? Lama? Warum? Grüß Gott. Lama beim Mats. Hi, schönen Tag noch. Sagst du deinem Mann schönen Tag noch? Eine Mutter, wenn das Baby macht groß. Chaim Sheli, Asita Kake. Ja, Baby, Kake. So viel hat er gemacht. So viel, Dankeschön. Das hier. So viel hat er gemacht. Chaim Sheli hat groß zu groß gemacht. Boah, ganze Windel ist voll. Aber wenn der Mann der Toilette ist, sie im Spray. Ja, schau! Lass Wasser runter! Hebra, ich schamati dvarim kvar, jetzt ist so gut, keine Katastrophe. Also,
Wenn du das verstehst, gibt es keine Traurigkeit in deinem Leben. Erste Formel ist Dankbarkeit. Das Wichtigste ist Dankbarkeit, dankbar zu sein. In deinem Bewusstsein soll immer stehen, Hashem schuldet mir gar nichts. Hashem lo chayav li klum. Alles, was du hast, ist netto Wohltätigkeit von Hashem. Kol ma sheyesh lach, kol ma sheyesh lecha, ze netto chesed ve matnat chinam me Hashem. Und steht normalerweise nicht zu. Hashem gibt uns, weil er uns liebt. Du hast alles, was du brauchst, aber willst aber mehr. Warum bekommst du es nicht? Warum bekommst du es nicht? Weil Hashem weiß genau, was gut für dich ist. Ich habe Hochzeit. Wie mache ich die Hochzeit? Ich muss das, ich habe Ausgaben. Wer hat geschrieben in der Tora zu heiraten? Ich? Meine Verlobte? Wer hat geschrieben? Wer hat verlangt zu heiraten? Wollte ich mal heiraten? Und da? Fix. Und da? Warum? Hashem. Hashem hat uns eingepflanzt, jeder muss danach streben, zu heiraten, eine Familie zu gründen, Kinder zu zeugen und so weiter und so fort. Wenn er das befohlen hat, dann die Mittel, die dazugehören, wird er schicken oder nicht? Dem Leute. Wenn Hashem das in der Tora eingeschrieben hat, dass jeder heiraten muss und eine Familie gründen muss, die nötigen Mittel rundherum, Kola, Maschazarim, Saviv, Uloishlach, wird er nicht schicken? Wird er nicht dafür sorgen? Ah, wie, soll ich von den Bäumen pflücken? Das ist diese bäuerliche Gedanken von Bauern. Hast du jemand gesehen, dass vom Baum Geld pflückt? Wenn er schön will, kann er das auch machen. Der Einzige, der das machen kann, ist er. Aber das wird, warum? Wir haben noch nie gesehen. Aber wenn er will, kann er das machen oder nicht? Wer hat die Natur so beschrieben, wie sie ist? Wer hat die Natur so festgelegt, wie sie ist? Wer hat gesagt, dass Benzin entzündlich ist? Wer hat das entschieden, Hashem? Wie er entschieden hat, dass Benzin entzündlich ist, kann er auch entscheiden, dass Erdbeersaft entzündlich ist? Kann er das machen? Was liegt an ihm? Das heißt, wenn er allmächtig ist, immer akol yachol, ich mache meinen Teil, was ich mache, ich arbeite, ich kann nicht 6 Plätze arbeiten, um mit der Hochzeit zu spielen und alle zu füttern. Ich mache, was ich kann, den Rest macht Hashem. Wenn ich mich so einstelle, ich werde in Ruhe schlafen, auch einen Tag vor der Hochzeit. Das ist eine der Formel. Das ist Formel 1. Formel Nummer 1. Sagt Hashem, du schaust auf die falsche Seite. Wie soll ich Hochzeit machen? Wie soll ich heiraten? Wie soll ich... Hallo? Sei froh, dass du heiratest. Sei froh, dass du die Möglichkeit hast, eine Partnerin hast zum Heiraten. Sei froh, dass du einen Partner hast zum Heiraten. Es gibt welche, die haben Geld, die haben Autos, die haben alles ausbezahlt, aber können nicht heiraten. 30, 35, 40 Jahre. Ich kenne einen Israel, ein guter Freund von mir. Er hat 4 Villen ausbezahlt. 4 Villen. Er ist 43. Er hat einen Mercedes. 500er in Israel. Kostet sehr viel Geld. Markenware. Er ist religiös, aber er kann nicht heiraten. Er findet nicht die Richtige. Da bin ich mir so Käufer. Er schlägt Kohle, er hat alles, was man braucht. Alles, was man braucht. Aber er hat die richtige Frau nicht. Genug gibt es solche. Wenn du schon die Möglichkeit hast, ergreif sie. Mit allem, was dazugehört. Ich bin der Hauptsache, ich werde glücklich sein. Diese alle Dinge, die rundherum sind, diese materiellen Dinge, sollen meine Ehe beeinflussen? Chas ve Chalila. Was ist das Wesentliche im Leben? Ob ich diesen Lied tanzen werde, slow, oder diesen Lied tanzen werde, slow? Was ist schon, ey? Der kommt mir bei. Zu Hause kannst du ganze Playlists geben und tanzen. Nein, ich will, dass mich alle sehen. Ja, alle müssen sehen. Deinen offenen Rücken und deinen offenen Dekolleté. Lass mal noch kennen. Sie sind bei uns Barry. Sie sind Barry kennen. Sie sind Barry kennen. Es wurde statistisch belegt und bewiesen, dass ein Wort, dein Leben verändern kann. Wie ist das? Wer heißt das Wort? Ja. Ah? Ja? Ja? Ja, ich will. Dein Leben was? Verändern kann. 180 Grad zum Guten. Danke. 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 Ich bemühe mich wirklich, dass ich jeden Abend nach Hause komme, nach Schule, nach allem,
kaputt, Achim, so. Ich setze mich zu meiner Frau, sie ist auch mehr kaputt. Kinder schlafen, ein Teil. Ich habe mir das zur Gewohnheit gemacht. Ich schaue sie an, ich sage danke. Für was? Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du mit mir bist. Danke, dass du an meiner Seite stehst. Du kannst sagen, du machst es, um mir zu gefallen. Du kannst sagen, du machst es, um zu schmeicheln. Ich mache das, weil ich meine Frau nicht als selbstverständlich nehme. Heute ist nichts selbstverständlich, mein Freund. Nichts. Wir sollen Danke sagen für unsere Eltern, die wir haben. Sag Danke, dass du einen Ehemann hast. Sag Danke, dass du eine Frau hast. Sag Danke, dass du Kinder hast. Sag Danke, dass wir Shurim haben. Sag Danke, dass wir Mishels haben. Ich will mich bedanken, dass ihr kommt und meine Shurim ertreibt. Wisst ihr, was, wie viel mir das bedeutet? Dem Lomi Vinim. Bishwili, das ist für mich. Leute, meine Kinder, meine Frau wissen, wenn ich setze mich hin, ich schließe mich ein im Zimmer und keiner kommt rein. Alle klopfen, Papa, darf ich reinkommen? Die wissen, Schuhe, ich bereite Schuhe vor, keiner kommt rein. Das ist für mich extrem wichtig, wenn nicht das Wichtigste. Ich denke an jeden Einzelnen von euch, wie ich wen anspreche, welches, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf, dass nicht Chasrachalila jemand verletzt fühlt oder beschuldigt fühlt. Chasrachalila, atem lome venim, wie ich dankbar bin dafür. Schatim bei ihm, dass sie, ihr könnt gehen, es ist warm, ihr könnt gehen, was trinken. Strandbar, ihr könnt gehen im Ersten, ihr könnt gehen Novellin, ihr könnt gehen Veganisten, ihr könnt gehen Gelato, Pelato im Ersten mit sich, Fantasie, Prater, Kohle, Radon, Wessel, wo er will, nach Horn. Stattdessen? Kohle, stattdessen sitzen alle hier und hören sich meine Fantasie an, nach Horn. Aber was will ich damit sagen? Danke für das, was es gibt. Zu meiner Zeit gab es diese Jury nicht. Zu meiner Zeit gab es diese Mittel nicht. Atem Vinim, danke, dass es Mama und Papa zu Hause gibt. Es gibt so viele Kinder jetzt in Israel. Weißt du, wie viele Kinder ohne Eltern jetzt sind? Wie viele Kinder ihre Eltern vor ihren Augen ermordet wurden? Vor ihren Augen. Warum? Weil sie Juden sind. Ohne Eltern wachsen die jetzt auf. Voll mit Narben in der Seele. Ganze Leben werden sie das vor Augen haben. Weißt du, wie viele solche es gibt? Weißt du, wie viele Juden sich schon das Leben genommen haben? Soldaten? Die zurückgekommen sind von Gaza? Wie viele? Hunderte schon. Male. Weißt du, wie viele in psychischer Behandlung sind? Male. Masse. Ganz Israel, ja, Leute fliegen nach Israel, ja, die leben ganz normal, ja, die verdrängen das. Die haben keine Wahl, was sollen wir machen, sollen wir uns einschüchtern lassen? Nein, wir müssen aber leben, aber dieser Schmerz ist drinnen, der kommt irgendwann einmal raus, mit Krankheiten. Baruch Hashem, wir leben hier in Ruhe, wir können unser Leben ausleben, wie wir wollen. Baruch Hashem, wir müssen nicht arbeiten gehen für unser Brot. Hashem, Papa ist da, Mama ist da, Todarabalese. Wir haben Grund, uns zu beschweren. Wir haben Grund, das Böse zu sehen, das die Minus zu sehen. Aber wie immer, Bachaim, Chevre. Ich meine es ernst, ich will euch im Yad al Alev. Aber Sheli Lochai. Immer Sheli Levad. Meine Mutter ist alleine. Meine Mutter sagt mir, ich gehe jeden Tag alleine schlafen. Weißt du, wie das weh tut? Sag danke, danke, du da, aber. Lomischene, aber. Chalpak, immer. Lomischene, aber. Lomischene, was er macht, das ist sein Kaffee. Lomischene, was er macht, das ist ihre Sache. Das ist nicht eure Sache. Sie hat euch Leben geschenkt. Papa hat euch Leben geschenkt. Er hat euch großgezogen. Er ist in der Nacht aufgestanden, ist mit euch ins Spital gegangen. Hat eingekauft. Hat von seinem Mund rausgerissen und euch gegeben. Ihr wisst das noch nicht. Dankeschön. Du darüber, aber. Danke, Mama. Danke, Papa. Nächte nicht geschlafen. Wann war das? Wann war das? Dienstagabend, Montagnacht, Slicha. Teleod kam der Code. Chayab lagid ist ein paar Schuhe. Ich bin um Sonntagabend, gehe ich normalerweise früh schlafen. Ich bin um 12 Uhr in der Nacht schlafen gegangen. Es hat dieses Yom HaZikaron gegeben. Ich bin um 3 Uhr aufgestanden, bin Schritta gefahren nach Ungarn. Gearbeitet dort, du musst urfokus sein, ja, du musst urklar, du bist dann unmüde. Fahrt hin, fahrt zurück. Komme nach Hause, mein Sohn hat Windpocken.
Okay, und so weiter und so fort. Wir brauchen etwas. Es ist Nacht. Ich schlafe schon. Ich bin auch wieder schlafen gegangen. Das heißt, ich habe mich nicht ausgeschlafen. Ich bin am Montag schon, am Abend, wieder um 12 Uhr schlafen gegangen. Das heißt, es hat sich ergeben. 3 Uhr in der Nacht, mein Sohn schreit. Er ist unruhig. Es gibt keine Zäpfchen zu Hause. Er hat Zäpfchen, aber er hat Schmerzen. Nicht Zäpfchen, wie heißt das? Anti-Allergikum. Zäpfchen, ne? Das ist klein, Baby. 2 Jahre. Nein, ich habe das Dibundrin gebraucht. Das ist so ein Anti-Allergikum. Weiß nicht, wer Apotheker ist. Ich habe geschlafen, Chevre. Ich wache auf um 3 und ich sage, hast du das Dibundrin? Nein, ich habe vergessen, das zu kaufen. Mama, ja. Chevre, ich habe mich angezogen. Ich habe Mokassins angezogen, Basketball-Shorts und Jacke, Kasembul-Balaiti. Ich finde mich 3:30 in der Früh mit dem Scooter, fahre durch Wien und suche eine Apotheke. Der Kleine will schlafen, er ist unruhig, er schläft nicht. Koebale, er lacht in der Apotheke. Sicher. Ich überfall, wenn es sein muss. Vaterstraße, komm, ja, ich brauche das und das und das. Ich komme nach Hause, in einer halben Stunde hat er geschlafen. Und wir sind schlafen gegangen um 5 dann und wieder um 6.30 Uhr aufgestanden. Kinder müssen in die Schule. Mal hast du das? Aber immerhin, hallo, da wird der Laulam kachachayut. Du hast Kinder gebracht, übernimm Verantwortung. Und was glaubst du, wir gehen? Okay, heute gehen wir schlafen um 8 Uhr, müssen uns ausschlafen. Mach bitte, musst kochen, musst arbeiten, musst bügeln, musst waschen, musst das. Es muss alles funktionieren. Die Kinder, Papa, ich bin müde. Okay, wer ist heute nicht geschlafen, Papa? Mama, was soll sie mehr? Das Gute sehen. Warum bin ich nicht müde? Ich bin müde, aber warum steigt mich das nicht? Weil ich sehe meine Kinder, ich liebe euch, ihr gebt mir Leben. Ihr hält mich am Leben. Auch, dass sie streiten miteinander. So wie wir, genau wie ich. Du siehst dich selber in deinen Kindern. Die Brille hält dich am Leben. Jeladim, mach sie, gib mir ein. Das heißt, die Dankbarkeit ist unendlich. Ich kenne Paare, die möchten Kinder. Vor 2-3 Wochen habe ich gesehen einen Artikel, ein Video. Ein 55 Jahre alter Vater, ein Mann, ist nach 28 Jahren Ehe das erste Mal Vater geworden. Zweite Kind kam 2 Jahre später. Er hält 2 Kinder, er kann schon kaum halten, er ist 55. Er steht in der Nacht auf, er macht ihnen frisch und alles. Es stört ihn nicht. Warum? Die Dankbarkeit, diese Los selbstverständlich, er schätzt, was er hat. Stört ihn nicht. Zweitens, streben nach guten Gedanken. Wie viele Gedanken denkst du am Tag, weißt du? Wie viel? Geh rauf. 70.000 Gedanken am Tag haben wir. Im Schnitt. 70.000. Schau in Google. Was ist mehr, gute oder schlechte Gedanken? Schlechte Gedanken. Zum Beispiel, Reger. Jemand von euch geht in einem Date. Du gehst in einem Date mit einem Jungen. Okay? Es wird bald kommen. Tschüss, der meine Nachbarschaft. Es ist ein Jürgen geblieben. Ja, das ist wahr. Du gehst in einem Date. Es beginnt Gedanken. Nachon? Vielleicht hat er Mundgeruch? Vielleicht hat er Körpergeruch? Oder auch was? Vielleicht wäscht er sich nicht jeden Tag. Gedanken. Warum denkst du sowas? Vielleicht hätte er mich schlagen. Vielleicht wird er mich betrügen. Er sieht und redet von sich. Ja, und ich habe das und das. Und du denkst, du hörst nicht einmal zu. Bei dir laufen wie Tagada. Die Gedanken rennen auf Hochtouren. Oder auch ein bisschen. Vielleicht wird er ein Müttersöhnchen sein. Vielleicht wird er bei seiner Mutter essen und dann zu mir kommen essen. Aber warum denkst du? Oh, es gibt auf Hebräisch ein Sprichwort, das heißt Machshava Molida Metziut. Alles, was du denkst, kann zur Realität werden. Wie heißt das Lied? Machshavot Tovot. Ay. Lama ze chashuv. Aber rega, ze lo levad. Machshavot Tovot. Wie geht's weiter? Yafeh meod. Diburim Tovim. Tamim tiyem Hashem Elokecha. Atem yodim ma ze?
es gibt eine in der Psychologie eine Methode, die heißt Efrat. Schon mal sehen Sie? Efrat ist Aleph, Pe, Resh, Taf. Efrat, wie das mal sehen? Iroa, Parshanot, Regesh, Duguva. Efrat. Iroa ist Ereignis. Parshanot ist Interpretation. Regesh ist Gefühl. Und Duguva ist Reaktion. Du siehst etwas, nach dem, was du siehst, wie du das interpretierst, durch die Interpretation kommt dein Gefühl zum Erscheinen. Und dann dementsprechend kommt auch die Reaktion. Das heißt, wie du es interpretierst, so kommt dann die Reaktion. Wenn ich interpretiere immer zum Guten, da kommt die Reaktion noch gut raus. Immer. Immer zum Guten, immer positiv. Immer optimistisch sein, immer gut denken. Wenn nicht, wenn umgekehrt, dann werde ich immer das Böse suchen. Masetamim di Hashem Elokecha. Damit beende ich fix. Es steht in der Tora geschrieben, du sollst mit Hashem vollkommen sein. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Masetamim tiyeh shalem. Sei vollkommen mit Hashem. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Wann bist du vollkommen in deinem Leben? Wenn du mit Hashem zusammen bist. Tamim tiyeh. Matai ta tiyeh tamim. Wann bist du vollkommen sein? Immer tiyeh im Hashem Elokecha. Wenn du verbunden bist mit Hashem, mit Barach, immer. Du brauchst was, aber Chaim Sheli, tell me that, please, bitte. Try it. Schau. Lama, du kommst mit Simcha zu mir, du kommst mit Freude zu mir. Du kommst mit Traurigkeit, dass du beschwerst. Du kommst mit Freude zu dir. Zu mir. Ich gebe es dir. Wenn du bist vollkommen mit Hashem, wenn du bist vollkommen, ist Hashem immer mit dir. Toda rabba lekulam.